Und damit begrüße ich euch zum neuen On The 2 Video. Wir sind heute mal wieder auf der Map Alheim vor 4 mit dem Citaro G Facelift Doppelt Außenschwenktür. Den habe ich mir gestern oder heute heruntergeladen. Und ja. Ja, wir sind heute auf der Linie 131 mal wieder. Ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwie so meine Lieblingslinie. Keine Ahnung warum. Aber gut, ich würde sagen, wir fahren jetzt auch ab. Ja, also den Bus packe ich euch später wieder in die Videobeschreibung. Und schreibt doch mal gerne in die Kommentare, ist ihr mehr Livestreams sehen wollt oder eher mehr Videos. Oder was bei euch gerade besser ankommt. Na? Also könnt mir das gerne schreiben. Die Kommentare, wenn ich das irgendwie aktiviert kriege. Und ich bin heute ab 18 Uhr Twitch live. Ich denke, wir werden bestimmt um die zwei zocken wieder, denke ich. Andere Games gehen gerade zurzeit noch nicht. Wenn mein PC, also mein anderer PC noch nicht da ist. Und ja. Ich denke, wir fahren so um die halbe Stunde. Uff. Ah, ich hab hier noch die Kondition an. Huch, boah. Das tat grad weh. Ja, toll. Ja, jetzt halt mein linker Blinker kaputt. Ja. Egal, macht nix. Warte, wir merken uns die Zeit. 15:41. Ist ja alles easy. So. Na, also. Okay, Ansagen wollen wir heute nicht. Ansagen gibt es heute nicht. Gut. Dann ist es egal. Dann ist es mir auch egal. Und falls, wenn ihr noch eine Überlandkarte habt, extra für den Bus, könnt ihr es mir auch gerne schreiben. Ja, du bist ja auch ein Held, ne? Ja, dann fahr ich halt, ne? Und wenn du mir schon die Vorfahrt lässt. Genau. Ja, sonst gibt's eigentlich nichts Neues für uns gerade. Ja. Ich werde aber nicht aufhören zu zocken, das ist klar. Zu viel Geld da reingesteckt und so alles. Guten Tag. Hallo. Danke, danke. Ja, ich habe mir jetzt noch als nächstes Spandau Modern MSZ runtergeladen und dann noch einmal die andere Spandau Map mit der Linie 236 und so. Also die größere Map ein bisschen. Ja, da muss ich aber was noch dazu sagen. Ich weiß nicht, aber ich schreibe das vielleicht nachher mal in die Beschreibung mit rein. Mir fehlt nicht noch eine Textur. Falls wenn ohne eine die hat, kann er mir die gerne schicken. Hallo. Und dann kann ich die Map auch richtig fahren und euch zeigen.
halt, keine Ahnung. Ja, okay, die Autos backen mal wieder rum. Warum das auch immer ist, keine Ahnung. Was ist auch immer für ein Scheiß. Check ich halt nicht. Nichts eppiger am Grün. Eigentlich ist das überhaupt keine Gelenklinie, aber egal. Aber jetzt, wir können, fahren wir heute mal Gelenk. Also den gibt es in tausend anderen Versionen. Einmal mit einem Türflügel, glaube ich, einmal mit Innen-Außenschwenktür. Das ist diese Schiebetür. Ja. In Solo und Gelenk natürlich. Aber die Installation ist ein bisschen schwer. Aber wenn man es ein bisschen raus hat oder weiß, wie man andere Busse installiert, zum Beispiel der Zitau G gemoddet. Nicht so ähnlich, müsste das mit dem Facelift GU machen, so ähnlich. Ja. Lupin MV oder so wie heißt der oder sowas. Der hat eine tolle, also zeigt euch, wie er das installiert. Moin. Hallo. Moin. Und ja, ich werde als nächstes Hallo. Oder bald Lenkrad holen. Ja. Ja. Dass nicht mehr diese Tastaturengeräusche sind. Aber ich finde, oder schreibt es mir ehrlich in die Kommentare, aber so schlecht fahre ich gar nicht auf Tastatur. Seit das Game eigentlich raus ist, fahre ich auf Tastatur. Natürlich mir noch nicht so viele Busse runterladen wie jetzt heute. Jetzt habe ich rund 300 Busse oder so gemoddet. Genau. Was eigentlich relativ schon viel ist, aber ja, ich fahr mal auf die anderen Spur. Zick. Genau. Ich dachte mir so, schon ein paar Tagen bringst du heute nochmal ein neues YouTube-Video raus. Ja. Also ich versuche ja auch immer was Neues zu zeigen für euch, ne? Aber es ist ziemlich schwer. Achso, in so dem letzten Video, was ich ja in Dropbox aufgenommen hatte, die SP16, da bin ich außersehen auf den Aufnahme-Beenden-Klopp außersehen gekommen. Deswegen musste ich einen zweiten Teil hochladen. Ja, also nicht wundern, ne? Hallo. Also der erste Teil ist von Dorsten Bahnhof bis Essen Hauptbahnhof. Oder Essen. Hallo. Nee. Dropbox Zop oder Hallo. Sowas, glaube ich. Hallo. Oder Essen Bahnhof? Keine Ahnung. Aber der zweite Teil fährt dann bis nach Essen durch. Da ist schon, ja. Also müsst ihr euch beide Teils dann angucken. Ich wollte eigentlich nur das Video stoppen und dann bin ich aus Versehen auf Aufnahme beenden gegangen. Ja, da war natürlich die Aufnahme weg. Ja. Das erfreut mich schon mal gar nicht. Also. Erst wollte ich die Aufnahme nochmal machen, also komplett neu, aber dachte ich mir, nee, ich war oder so schon komplett müde. Dachte ich mir so, nee, mach's ja nicht so neu, mach's den zweiten Teil raus und dann war easy. Aber wie gefallen euch immer meine Livestreams oder Videos? Ihr könnt es immer gerne schreiben. Also, ja. Servus, moin. Guten Tag. Jo, danke. Danke. Und ja, Sonderansagen hatte auch der Bus, ne, also. Ah, wir mal raus noch. Endhaltestelle. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Nee, das stimmt natürlich jetzt nicht, ne. Wir machen dann mit. Schönen guten Tag. Danke.
Also ich weiß nicht, ist es ein Zitaro, also ein ganz normaler Zitaro gibt mit Doppel Open String Tür, aber ich glaube eher nicht. Aber das kann man sich, glaube ich, umskripten, glaube ich. Da kommt auch schon der nächste Kollege. Und ja, bei dem Bus müsst ihr ordentlich reinbremsen, also durchdrücken die Bremse. Guten Tag. Guten Tag. Schönen guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hallo. Also ihr seht, es ist doch eine Gelenkbuslinie. Also keine Solo-Linie. Also tagsüber nicht. Also. So. Lässt du mich jetzt rüber? Ja, danke. Brauche ich gar nicht. Ich kenne die Linie auswendig. Ja, viel Spaß, Alter. Wie soll ich denn da rüberkommen bei dem Stau? Ja. Ich meine, ihr seht es auch. Ich habe nicht mal durchgebremst. Durchgedrückt die Bremse. Da stand immer noch nicht. Also. Ja, heute mal ohne Repaint, ne, dass nur Lemtal Repaints mitgeliefert werden. Ja, also. Ach, den Bahnhof lasse ich aus. Habe ich jetzt keinen Bock mit dem Facelifter hochzukämpfen. Genau, die eine Haltestelle ist gesperrt, deswegen, ja. Und falls, wenn ihr eine Linie auf Spannung moderner sehen wollt, also MSZ, und schreibt es einfach in die Kommentare, ja, da brennt es echt scheiße, also, keine Ahnung. Ich stehe nicht gleich wieder. Also deinstallieren werde ich nicht, aber ich werde ziemlich selten fahren. Hallo. Das weiß ich jetzt schon. Indem man einfach zu schlecht bremst. Ich weiß nicht, wie man das fixen kann, aber vielleicht durch ein Fix-Update oder so. Keine Ahnung. Oder ist das extra so gewollt bei dem Facelift so? Ist die immer so scheiße bremsen? Ich habe mich noch einfach nicht dran gewöhnt an den Bus, das kann sein. Und den habe ich erst seit gestern oder so. Eine Stunde lang. Erstmal habe ich zweimal das oder dreimal das Video angucken müssen. Ja, ich wusste nicht wie. Aber dann habe ich es gecheckt wie. Also, ja, das Video packe ich euch auch mal in die Videobeschreibung gleich später. Ja, und die A-List habe ich in meine Bremer Nordbusse als KI. Drin. Ja. Und ich glaube noch ein Zitaro müsste rumfahren, glaube ich. Genau.
Hand beim Pick einfach ab. Danke. Ja, kriegen wir die Ampel noch? Na, ich glaube schon. Wenn es gelb ist, mache ich jetzt keine Vollbremse mehr. Okay. Das mag der Bus nicht so, wenn man eine Vollbremse macht. Bitte sehr. Danke sehr. Also ich weiß nicht, wie viele hier mal aussteigen würden. Ist ja viel, ey. Wahnsinn. Also ihr findet den Bus unter Zitau, das ist ja ganz klar. Unter der Bezeichnung LE oder sowas, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall habt ihr unterschiedliche Versionen. Ecomat, Volt, ZF, Ecomat und keine Ahnung noch was. Es ist hier auf jeden Fall viel, was man sich da auswählen kann. Ja, und V-Paints kann man sich bestimmt auch runterladen extra für den Bus. So ein paar V-Paints hat und so, aber das habe ich jetzt natürlich vor der Aufnahme vergessen. Aber es ist ja nur halb so schlimm. Ja. Also ich werde euch am Ende vielleicht nochmal die eine Textur im Bild zeigen. Also so als im Textdatei. Oh, der Pferd, ja Leute, das ist ja unglaublich. Ja, ach, oder hinten. Natürlich, Manfred. Das weißt du doch immer. Das weißt du doch immer, wenn ich meinen Führerschein bei Polizei gewonnen habe. Das weißt du doch. Also, oder hinten. Geschalten. Genau. Schon gefühlt heute, meine Güte. Gut, ich habe auch das mit dem Fahrgast und den Haltestellen auch ein bisschen erhöht, 400 oder so. Ja. Also der Zitaro Facelift sieht gut, aber Bremsen tut er nicht so gut. Also nicht so wie die Zitaros, sag ich jetzt einfach mal, ne? Und ja. Haben sie aber gerade Glück gehabt. Weiß nicht, vielleicht bin ich auch 2 Minuten zu früh oder so, keine Ahnung. Ich habe gerade keinen Fahrplan aktiviert. Ich hatte gerade keinen Bock auf Fahrplan. Ja,
Perfekt, Ampel, danke. Aber ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, ist man zum Beispiel SB-Linien, ist die Matrix das nicht schildert. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ohne einen Matrix-Fehler? Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, aber könnte schon gut sein. Also, ja. Also es könnte schon gut möglich sein, ne? Also könnte schon gut möglich sein und so. Also eigentlich hat sich genauso wie auf YouTube wie auf Twitch so, nur ist bei YouTube dann Twitch dann da muss, ne? Also Twitch und dann TTY. Wir sind auch gleich wieder an der Endstelle, also das Video ging dann echt schnell, muss ich sagen. Ja, perfekt, ein Zitter. Und die Nummer 200 irgendwas. Ach hey, SB32. Gut, wenn die eigentlich alle auf mich warten, dann brauche ich ja nicht auf die andere Ampel warten, und theoretisch, dann kann ich direkt rum. Brauche ich nicht warten. Ja, die Stelle ist immer ziemlich eng, gerade mit dem Gelenk, oder wenn dann hier noch die Autos stehen, also das ist schon eng. Muss ich sagen. Vom Bus reinziehen ist auch ein bisschen ehrenlos, ne? Aber gut, macht nichts.
Oder schreibt es mal gerne in die Kommentare, was ich noch für Linien fahren soll. Ja. Ja, also könnt es gerne reinschreiben. Wartet mal. Ja. Also, ne, es würde mich gerne freuen, wenn ihr da ein paar Kommentare ablässt, schreiben könnt oder wie auch immer. Wäre cool. Und, ja. Und danke auch für die ganzen Aufrufe in den letzten Livestreams oder in den Videos. Ja, also vielen Dank auch. Stimmt schon wieder mit meinem Kopf auch nicht. Genau, also ne. Also ich habe Onsi noch ein bisschen lauter gemacht für euch, auch wenn es nur noch eine Haltestelle ist. Also ich nur Sinn gemacht, aber egal. Scheiß drauf. Da steht ein MAN Bremer aus dem Bremen Nord KI. Servus, Kollege. Ziel Gegenrichtung 131er. Genau, und wir sind jetzt hier an der Endstelle angekommen. Haltestelle. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Genau, und ja, na also. Ja, ich wünsche euch einen angenehmen schönen Tag, ne, also bleibt gesund, wie auch immer, bleibt wie ihr seid und ja, sag ich tschüss und wieder schauen und reingehauen, bis später, tschüss und 18 Uhr Twitch live, wer Bock hat, klickt näher unter der Videobeschreibung auf meinen Twitch-Link, dann könnt ihr näher zuschauen, ne, also viel Spaß, haut rein, tschüss.